Norbert Denneff möchte ich gerne vorstellen. Er hat das Netzwerk B gegründet. Und vielleicht möchten Sie in Ihrem Statement bzw. zum Eingang des Statements uns auch kurz das Netzwerk vorstellen. Vielen Dank, dass ich hier reden darf. Vielen Dank für die Einladung. Das Netzwerk B hat sich gegründet vor knapp 5 Jahren. Das war in der Anfangszeit, als das 2010 mit dieser Welle losging, wo darüber berichtet wurde, über die Schulen, über das Canisius-Kolleg fing es an. Und das Netzwerk B aber gibt es eigentlich schon 20 Jahre. Also nachdem ich selbst persönlich 1993 mein Schweigen gebrochen habe und ich erkannt habe, dass ich das nicht allein schaffe, diesen Weg zu gehen, ich brauche dazu ein Netzwerk, habe ich eine Selbsthilfegruppe gegründet, und das war quasi der Geburtsstein, dass es da immer weiterging. Und bis es dann dazu kam, 2010, dass wir dann offiziell einen Verein gründen müssen, auch um offiziell an die Medien ranzukommen. Das war die Geburtsstunde, und so sind wir immer weitergegangen, immer größer gegangen. Wir suchen den Weg halt in die Medien. Wir haben gesagt, es gibt genügend Angebot von Opferschutzvereinen, die den Opfern direkt unmittelbar helfen. Das wollen wir nicht, das wollen wir nicht leisten, sondern wir wollen an die Ursachen, wir wollen an die Gesetze, wir wollen Gesetze ändern, wir wollen das in die Politik reinbringen, wir wollen, dass in der Gesellschaft ein anderes Denken stattfinden kann. Wir wollen die Aufhebung der Verjährungsfristen, dass wir die Verbrechen noch aufklären können, dass wir eine Anerkennung bekommen. Das ist ein Ziel von unseren vielen Zielen. Das vielleicht zu kurz. Deshalb habe ich ja auch ein Thema gewählt, was vielleicht gar nicht herpasst. Aber ich habe gedacht, vielleicht passt es doch her. Wir müssen an die Ursachen rangehen und müssen viel weiter zurückgehen. Warum haben wir so eine Denkweise? Warum ist in der Gesellschaft, warum will man davon nichts wissen? Gerade bei Jungs vielleicht auch noch. Und deshalb habe ich dieses Thema gewählt und möchte Ihnen das kurz vortragen. Thomas Mann und die Knabenliebe. Mit Tonio Kröger, eine Art Selbstporträt von Thomas Mann, begann meine Leselaufbahn. Da war ich 16 Jahre alt und hatte bis dahin noch kein Buch gelesen. Hinter mir lagen 6 Jahre Missbrauchserfahrung mit einem katholischen Priester. Danach holte mich der Organist in sein Bett, mein späterer Schwager. Durch ihn öffneten sich für mich nicht nur die Türen der klassischen Musik, sondern auch der Literatur. Die nächtlichen Sauereien in seinem Bett konnte ich sehr gut ausblenden. Denn durch die vergangenen 6 Jahre war ich Meister im Verdrängen geworden. Nachdem ich Tonio Kröger gelesen hatte, fühlte ich mich in eine andere Welt versetzt. Ich empfand tiefes Mitgefühl für diese Geschichte, und zugleich kam in mir der Drang auf, mehr über Thomas Mann zu erfahren. Später habe ich dann das gesamte Werk von ihm gelesen. Fasziniert war ich ganz besonders von der Roman-Tetralogie Josef und seine Brüder. Dadurch konnte ich dann viel besser die Bibel begreifen. Dr. Faustus habe ich mehrmals gelesen, um dieses Werk nur annähernd zu verstehen. Wenn ich längere Zeit keinen Thomas Mann gelesen hatte, brauchte ich immer 50 Seiten, um mit seinen langen, nicht enden wollenden Sätzen klarzukommen. Ich liebte Thomas Mann und wäre niemals auf die Idee gekommen, etwas von ihm und an seiner Lebensweise anzuzweifeln. Als die Novelle Der Tod in Venedig von Luchino Visconti 1971 verfilmt wurde, war ich 22 Jahre alt. 8 Jahre sexuelle Gewalt und 12 Jahre des Schweigens lagen hinter mir. Der Film zählt zu den bekanntesten Thomas Mann-Adaptionen. Mit der Musik von Gustav Mahler fand dieses Werk überall große Anerkennung. Gulo Mann, der Sohn Thomas Mann, bezeichnete diesen Film als gelungenste filmische Umsetzung, der sehr wichtige Aspekte der Novelle vollkommen wiedergibt. Thomas Mann wäre begeistert gewesen, wenn er den Film erlebt hätte, sagte er. Als ich 44 Jahre alt war, brach ich mein Schweigen und sagte öffentlich, ich wurde sexuell missbraucht. Thomas Mann ruhte in mir, und den Film Tod in Venedig hatte ich verdrängt.
Es vergingen weitere Jahre und erst mit 57 Jahren, als ich von dem Projekt der Berliner Charité hörte, die angeblich Pädophilen helfen könnten, keine Straftaten zu begehen und dafür mit dem Spruch, lieben Sie Kinder mehr als Ihnen lieb ist, warben, dachte ich über die Knabenliebe in dem Film Tod in Venedig nach. Ich begann mich mit Thomas Mann kritischer auseinanderzusetzen und musste erkennen, dass mein bisheriges Bild von ihm nicht der Realität entsprach. Dass Thomas Mann sich gelegentlich in Knaben verschaute, blieb Katja Mann nicht verborgen. Sie sah über derlei Verliebtheiten hinweg, zumal er seinen ehelichen Pflichten nachkam, wie sein Tagebuch verrät. Als ich den Film Tod in Venedig gesehen hatte, war es für mich noch unvorstellbar, jemals mein Schweigen zu brechen. Der Film hat mich in tiefste Schuldgefühle getrieben und wahrscheinlich wurde mein Schweigen dadurch noch mehr verlängert. Warum hat sie der Film Tod in Venedig in tiefste Schuldgefühle getrieben und womöglich ihr Schweigen noch verlängert? Ich versuche mich einzufühlen, aber ich verstehe es nicht. Hat das etwas mit Tazio zu tun? Und wenn ja, was? Oder mit Aschenbach? Diese Fragen stellte mir 2009 eine Person, die mit der Familie Mann sehr vertraut war und Katja Mann noch persönlich kannte. Die Gesellschaft verherrlichte diesen Film und niemand wagte, die Abartigkeiten beim Namen zu nennen. Ich schraubte 1971 den Deckel fester zu und schwieg. 35 Jahre lang. Ich wollte wissen, wie ich heute auf diesen Film reagieren würde und schaute mir ihn nach 38 Jahren erneut an. Jetzt mit einer anderen Sicht als damals. In Tazio sah ich mein Spiegelbild. Perversionen wurden mit dem Deckmantel der Kunst zugedeckt und mit Liebe und Zuneigung verglichen. Da fiel mir der Spruch der Berliner Charité wieder ein: Lieben Sie Kinder mehr als Ihnen lieb ist? Platon war es, der seiner Zeit voraus war. Er schrieb in Das Gastmahl oder von der Liebe: Es müsste ein Verbot geben, Kinder zu lieben, damit nicht auf etwas Ungewisses hin so viel Eifer verschwendet würde. Denn bei Kindern ist es noch ungewiss, wie sie am Ende sich entwickeln, ob zum Schlechten oder zum Guten der Seele und des Leibes. Die Guten nun geben sich selbst freiwillig dieses Gesetz. Man sollte aber auch die Liebenden der gemeinen Art dazu zwingen. Thomas Mann hat durch seine Novelle Der Tod in Venedig die alte griechische Knabenliebe verherrlicht. Tazios Gefühle wurden von ihm ausgeblendet, noch nicht einmal angedeutet. Die Abartigkeiten Aschenbachs mit dem Mantel der Kunst zuzudecken, war und ist leider immer noch in unserer Gesellschaft üblich. Das erklärt auch das lange Schweigen der Opfer. Vielen Dank fürs Zuhören. Recht herzlichen Dank, Herr Deneff.